So, hier wie versprochen die deutsche Version meines Modellpferde-Collections-Updates. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Als allererstes fangen wir mit meinem Repaint Stablemate Shelf an. Oder jetzt hänge ich noch im Englisch fest. Mit meinem Regal. Und zwar haben wir hier als allererstes mehrere Repaints von der Puddingbrumser-Repaints auf Instagram. Hier haben wir auch noch eins von Paulina Müller. Und ja, die haben zwar alle Namen, die ich aber leider gerade nicht auswendig weiß. Und weil ich ziemlich schnell gefilmt habe, kann ich ihr euch auch leider nicht alle sagen. Ja, hier haben wir noch ein paar Stablemates vor, ein Mini-Winnie und hier haben wir auch noch ein Einhorn. Und ja, genau, halt ein paar von meinen Stablemates, zum Beispiel den Kaltblüter, den habe ich jetzt schon seit 2013. Nebendran ist Valegro und ein Steiger. Und ja, hier haben wir meinen Blue Sky und eine Scallywag. Und hier haben wir einen Mini Spirit, ein Edgy. Und hinten dran ist ein Pferd, was ich mal gewonnen habe. Übrigens, die Version hier auf Deutsch wird nicht die gleiche, also die 1 zu 1 Übersetzung ins Englische sein. Deswegen wundert euch bitte nicht. Hier haben wir ein Diorama, was ich geschenkt bekommen habe von der CC Creation. Danke nochmal dafür. Und hier haben wir meine Schleichpferde. Meistens alle ohne Namen. Und am Ende haben wir auch meine Libizana Conga. Und die zwei Pferde außen sind von der Courageous Sam repainted worden, die Pandora und die Rachel Alexandra. Hier hätten wir dann die echte Rachel Alexandra, also das Bra davon. Und meine Ruffian Conga. Meine Ruffian Conga ist um drei Pferde leider geschrumpft. Und ja, hier haben wir auch dann direkt die Ruffian, die OF Ruffian. Nebendran ist der liebe Poco, den habe ich damals von der Sophie bekommen. Und nebendran ist der Daddy, den habe ich mir letztes Jahr auf dem Briar Fest gekauft. Und nebendran haben wir die Rags to Riches. Hier haben wir noch einen Falke und einen Gecko. Ich weiß leider nicht den genauen Namen davon. Dann haben wir noch meine Leitschuhhandschuhe und ein Halfter. So, hier haben wir dann meine drei verbliebenen Smarty Jones. Und zwar als erstes den Windhocker. Danach haben wir den Rushmore, das war ein Briar Fest Special Run Pferd von 2008. Und nebendran haben wir einen regulären Smarty Jones. Hier haben wir dann meine Showjumpers. Und zwar hätten wir hier als erstes den Inconspicuous. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig raus. Wenn nicht, dann haut mich bitte. Nebendran haben wir den Moongaemon. Der war ganz lange von mir ein Holy Grail. Den habe ich lange gesucht und habe ihn dann zu einem guten Preis irgendwann mal gefunden. 2014 war das, glaube ich. Oder 2013. Und hier haben wir Ideal. Den habe ich für einen super Preis in einem Nachbarort gefunden. So, hier kommen wir dann als allererstes zu meinem ersten Premier Club Shelf. Und zwar haben wir hier die Bobby Jo. Die war auch 3 Jahre lang eines meiner absoluten Holy Grails und habe sie dann Gott sei Dank mir selber finanzieren können. Nebendran haben wir meine Neuankömmlinge. Die habt ihr vielleicht schon im Auspackvideo gesehen. Das ist Carina und Celine. Das ist Celine und das ist die Carina. Oberhalb meines ersten Regals oder Vitrine haben wir dann noch ein Stablemate. Und hier sind auch meine Artist Resins drin. Und zwar haben wir hier als allererstes einer meiner Holy Grails, und zwar den Aerosmith. Der ist noch unbemalt und geht hoffentlich demnächst in Bemalung. So wie mein Amaranth, der ist ja auch weg. Und hier haben wir mein Psycho. Er ist bemalt von Martina Gallet und ist schon ein älteres Pferdchen und hat aber glitzerblaue Augen, falls man das erkennen kann. So, hier haben wir dann mein allererstes Briar Traditional, den Big Jack to Cash. Den habe ich auch ein bisschen geätscht. Unten drunter liegen ein paar Kärtchen von Freundin auch. Und hier haben wir nebendran die Thunderstorm. Die habe ich mir erst letztens wieder gekauft. Die habe ich mal 2013 zu meinem 13. Geburtstag geschenkt bekommen. Und hier hatten wir ein Etikett oder eine Karte von dem AHA. So, hier hätten wir dann mein Stuten- und Fohlenregal. Als allererstes haben wir hier Baby C, der ist leider sehr vermackt und ist, ja, einfach nur noch ein Collection-Holder. Hier haben wir Gososa ohne seine Mama, weil ich die nicht mag. Hier haben wir Heartbreaker mit seiner Mama Gigi Valentine. Die habe ich von meiner Mama zu Weihnachten mal bekommen. So, nun kommen wir zu meinem zweiten Premier Club Shelf. Und zwar hatten wir hier ein Fohlen, das eigentlich in ein Set gehört, aber ich habe ihn leider ohne seine Mama gekauft. Das wusste ich nämlich damals leider nicht, 2017. Und nebendran haben wir die Jasmin, die habe ich letztes Jahr auf dem Deutschen Briar Fest gekauft. Und nebendran haben wir den True North, den habe ich vor 2 Jahren auch beim Briar Fest gekauft. So, hier hätten wir mein Ishabot, ein Mini Stablemate Resin. Und neben ihm haben wir den Briar Premier Club Stablemate Darwin. Und hinter den beiden steht mein geliebter Alboroso. Den habe ich 2015 von einer guten Freundin bekommen. Und seitdem verweilt er in meiner Sammlung.
So, das war's auch mit dem deutschen Teil von meiner Modellpferdesammlung. Vielleicht habt ihr euch auch schon den englischen Teil angeguckt. Wenn nicht, dann schaut euch den von mir aus auch noch gerne an. Und ansonsten seid gespannt auf weiter folgende Videos. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Und für alle nochmal schnell kurz hier, falls ihr meinen Community-Beitrag nicht gesehen habt. Ja, ich heiße jetzt ab sofort Ich liebe Modellpferde. Warum und weshalb? Ich konnte mich einfach mit dem Namen nicht mehr auseinandersetzen oder eher gesagt, ich habe ja kaum Schleich-Content geliefert. Und dass ihr euch nicht wundert, mein Name ist jetzt offiziell geändert und ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Aber ich glaube, es ist ziemlich leicht zu merken und auch wieder zu erkennen. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao!